So, auf geht's. Jetzt versuchen wir den nochmal. Ich hoffe, diesmal läuft's besser. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass ich irgendwie dieses Ding da wegkriege. Naja, erstmal wieder ansprechen. So, you two seek freedom from this painful life? You talk too much, Seymour. So sieht's aus, Titus. So, auch ansprechen. Erstmal im Buffen. It is good to see you again, Lady Yuna, but you don't seem pleased. I'll only be pleased when you're gone to the far plane. Ja, jetzt setzt er erstmal sowas ein. Der Eisra ist auch natürlich mies. Muss gleich erstmal die Leute wieder hochheilen. Okay. Rico, komm du erstmal her. Kannst du ein bisschen das Heilen übernehmen gerade mal. Bettmedizin. So, dann Schwertech. Ja, sollte ich jetzt erstmal einfach nur auf ihn hier gehen? Ich glaube schon. Einfach mal Salto hebt nur auf diesen 1 Single-Target. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Da hat momentan 4000. Ja, perfekt. Schon mal der weg. Das müssen wir ja ein paar Mal machen. Bis das Ding auch wirklich dann weg ist. Hier können wir eine Runde basteln. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob davon irgendwas gut ist oder irgendwas schlecht ist oder keine Ahnung. Ich mache einfach so. Ist wahrscheinlich blitzrar. Ja, sieht so aus. Also mehrere Blitzrar-Zauber. Ah, ging ein paar Mal auf ihn, glaube ich. Also, ja, der hat noch 2600. Das Team hat aber auch gut schon was verloren. Okay. Soll ich einfach mit Beschwörungen anfangen? Weiß ich ehrlich gesagt doch gar nicht. Aber die werden ja auch versteinert, oder? Murray vielleicht mal. Feintech. Ich weiß gar nicht, was stärker ist. Ich mach mal Kernspucken auf das Ding. Ja, das macht echt nicht viel Schaden. Ich dürfte nur keine halben Sachen machen diesmal. Das könnte wieder mein Tod bedeuten. Oh, shit. OP sieht nicht gut aus. Dann können wir vielleicht Rico Hast geben. Ja, das bringt nicht wirklich viel. Hoffen wir mal, dass wir das mit den Leuten überleben. Jetzt Wasser ein, das sollte immer nur so 300 Schaden machen, ja. Genau. Nein, benutzen. Albert-Medizin. So, und direkt nochmal. Hallo, ich möchte einmal nach rechts. Der hat so eine kleine Eingabeverzögerung, habe ich das Gefühl. So, ja, Waska ist heftig, ey. Das macht richtig viel Schaden. Kann auch nochmal Hass einsetzen. Auf Tides vielleicht mal. Aber das ist eine gute Idee. Erstmal so ein bisschen zu buffen. Genauso wie anfeuern. Obwohl das macht nur... Das macht nur Angriffs- und Abwehrkraft. Das machen die nicht so viel. Die machen eher so Magie. Ja, ich werde einfach normal angreifen. So, jetzt nochmal einsaugen. Ich frage mich, wann der beginnt mit seinem steinernen Kram. Der wird nämlich richtig ätzend. Auron. Ach, hier können wir auch noch ansprechen. Machen wir mal kurz. Although he was not the man I once knew, Kinnock was still my friend, Seymour. You will pay for his death. So sieht's aus. Okay, so. Ja, okay. Ich sollte jetzt nicht bei Tides bleiben. Ich sollte jetzt mal noch die anderen einsetzen. So, Eisgar Wut. Ja, mal gucken, ob ich das gut hinkriege. So. Ja. 5. Naja. Also ich glaube 7 wäre schön zu erreichen, aber das war jetzt noch nicht so perfekt. Man muss das in so gleichmäßigen Abstand, glaube ich, machen, aber. Keine Ahnung, mal schauen. Okay, jetzt geht er mit Brotes dran. Ah, jetzt fängt er mit Stein an, okay. So, jetzt müssen wir Kimari direkt davon bef... Oh, oh. Oh, haben wir Glück. Okay. Das ist schlecht.
wenn er direkt damit anfängt. Warte mal, die sind dann hintereinander dran. Das ist aber kacke. Das ist gar nicht gut, weil wenn er jetzt das nochmal macht... Fuck, warte mal. Rico hat noch Hast. Ja, die ist dazwischen dann dran. Okay, warte mal. Macht unsere... Ja, macht auch Stein weg. Dann machen wir das hier. Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Rauben. Machen wir mal auf Seymour rauben einfach. Sie kann jetzt nicht gut Schaden einrichten. Oh nein, jetzt ist sie auch noch versteinert. Das ist nicht gut. Okay, Gott sei Dank auf Kimari. Tidus hat auch Hast noch drauf, oder? Und Tidus kann auch Hast geben. Und das macht er auch erstmal. Wir brauchen unbedingt mehr Leute mit Hast. Damit die nicht zweimal hintereinander dran sind. Dann eine Goldnadel. Ich würde gerne mal wieder angreifen, aber ich bin momentan eher mit Überleben beschäftigt. Das ist schlecht. Okay, sie hat eh kein Hast mehr. Dann können wir auch switchen. Können wir doch Auron reinholen. Er hat noch seine Ekstase, aber die würde ich jetzt tatsächlich... Obwohl wir können... Seisma. Weil der hat jetzt nicht so viel Energie. Ich würde das gerne einsetzen. So. Haben wir schon so lange nicht mehr eingesetzt. Ja, das ist gut. Sie müsste sterben. Ja, perfekt. Sozusagen ist noch 2000. Ich hoffe, das kann überhaupt sterben. Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Hat Lulu Hass? Die bewegt sich immer so langsam. Ich hoffe mal. Beim Item darfst du sogar noch mal was machen. Das ist schon mal gut. Goldnadel. So, jetzt würde ich gerne mal anfangen mit dem Bestia. Dass wir hier mal abgehen. Boah, ey, der Kampf ist schon heavy. Also momentan hatte ich echt Glück an zwei Situationen, dass eben nicht die Versteinerten angegriffen wurden. So, Mega Flare, direkt raushauen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden macht das wohl. Ja, okay, das ist gut. Jetzt setzt er wahrscheinlich gleich auch Stein ein und dann ist Bahamut eh tot. 1000 nur noch. Gnadenstoß, okay. Achso, stimmt, das hat er letztes Mal auch eingesetzt. Beste überleben halt nur sozusagen einen Zug. So, jetzt brauche ich nochmal einen Tidus für Hast. Dringend. Weil hier nur Tidus der Einzige ist, der das gerade Hast dabei hat. Wir brauchen mindestens zwei Vitra. Oh, jetzt fängt das Ding an zu heilen. Okay, wir können nochmal beschwören. Jetzt diesmal Shiva. Uiuiui. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Energie das Ding hat. Also, Seymour. 12.000 und das Ding, andere Ding 1.000. So, jetzt wird es interessant. Überlebt das Ding? Oder kann sich, also kann sich das immer wieder auf 1.000 HP zurückheilen? Oh, 8.000 Schaden. Holy shit. Ja, okay. 1.000 HP bleibt aber. Das Ding ist also sozusagen immer One-Hit. Für die meisten zumindest. Das ist ja erstmal in Ordnung. Das heißt, wir ziehen immer 1.000 Schaden noch mehr von Seymour ab. Das gefällt mir. So, Ixion. Gut, dass wir alle Ekstasen aufgefüllt haben. Das war notwendig hier. Aber ich habe das auch so in Erinnerung, dass der Kampf schon echt hart war. Mjölnir. Ist er jetzt vielleicht sogar tot? Ja, nice. Sehr gut. Haben wir eigentlich mit Walker angegriffen? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ja, doch. Nee, warte mal. Nee, doch nicht. Walker war tatsächlich nicht im Team. Ich habe den ein bisschen ausgeschlossen anscheinend. Wieso hat Kimari 3 Level? Habe ich letztes Mal nicht Level gemacht? Level 2 Spheropass 4-mal. Wow. Eisbombe. Zumindest das für Walker. We escaped with our skins intact, but Yuna lost something. I could already tell.
her faith was shaken. Yevon had betrayed her. I felt like I should do or say something, anything. But nothing came. I was just as lost as she was. And then... Well? We're all clear. We will have to avoid Bevel in the future. Yuna? Said you wanted to be alone. Of course. Okay, so jetzt sind wir auch wieder im Makalania-Wald. Dann erstmal speichern. Okay, und dann reden wir erstmal mit den Leuten hier. Yuna's off in the woods. Kumari's with her, but maybe you should go too. Okay, machen wir gleich. Wonder what Yuna'll do, huh? Think she'll quit her pilgrimage? That's what you want, right? Well, if Yuna really wants to keep going, then I guess I shouldn't stop her, you know? That's what I think anyway. Ja, das ist doch die richtige Einstellung. Wir müssen Yuna nur entscheiden lassen. Und sie sollte sich auf jeden Fall nirgendwo verpflichtet fühlen. Es sollte wirklich ihre Entscheidung sein, ob sie halt weitermachen möchte oder nicht. Das ist halt das Wichtigste. Must be tough for Yuna. Ja. Ich meine, kaum eine Person geht freiwillig in den Tod, denke ich mal. Aber sie ist so eine herzensgute Person. Ich könnte mir echt vorstellen, dass Yuna nicht abbrechen möchte. Maybe you should talk to her. Ja, mein Typ wird verlangt. Alles klar, let's go. Wo muss ich hin? Oh, wie schön. Hatten wir diesen Screenshot? Nee, oder? Vielleicht aus einer anderen Sichtweise? Wir waren schon mal an der Kreuzung. Ich weiß nicht, ob das die hier ist. Wo muss ich denn hin? Müsste aber eigentlich. Oh je. Hier sind Soldaten. Hier gehe ich mal nicht weiter. Ich kriege Probleme vielleicht. Da darf ich noch nicht hin. Da muss ich hier runter. Genau. Und ich meine, das hier wäre der Ort, wo wir gegen diese Sphero-Masse mal gekämpft hatten. Da vorne. Okay. I always thought that this would be easier somehow. I thought that everyone would help me, with all my friends together beside me. I've been trying so hard. Maybe you're trying too hard. They told me. Everything. Everything? Well, so then, you know. Yeah. I'm sorry. It's just, you know. All those things I said. Like, let's go get Sin, or about Xanarkand. I didn't know what would happen to you, Yuna. I guess... I hope it didn't make you sad. Forgive me. I wasn't sad. I was happy. Yuna! Just don't do it. The pilgrimage? Yeah. That's right. Forget all about Sin. About being a summoner.
forget all that. You know, live a normal life. Come on now, Yuna, what do you say? Maybe I will. Wouldn't everyone be surprised? Yeah. Except Riku. She'd be with you. Lulu and Waka wouldn't hold out long. Kamari would say yes, too, I know. But Sir Oren... I'll make him understand, Yuna. It's the least I can do for you. No. I should tell him. He deserves it. What'll I do if I give up my pilgrimage? Hey! Xanarkin! Let's go to Xanarkin! Not the one in Spira, the one I'm from. Yeah, we can all fly there. Everyone can go. Then we'll have a big party at my place. And then we could see Blitzball. That's right. Your Xanarkand Aves would play? Yeah. We could all watch you play in the stadium all lit up at night. I'd cheer and cheer till I couldn't cheer anymore. Yeah, right on. Well, what about after the game? We'd go out and have fun. In the middle of the night? No problem. Xanarkand never sleeps. Let's go to the sea. Before the sunrise. The city lights go out one by one. The stars fade. Then the horizon glows, almost like it's on fire. It's kind of rose-colored, right? First in the sea, then it spreads to the sky, then to the whole city. It gets brighter and brighter, till everything glows. It's really pretty. I know you'd like it. I'd like to see it someday. Well, you can, Yuna. We can both go. You... I can't. I just can't. Thank you.
I'll continue. I must. If I give up now, I could do anything I wanted to. And yet, even if I was with you, I could never forget. I'll go with you. I'm your guardian. Unless I'm fired. Stay with me. Until the end. Please. Not until the end. Always. Always then. Maybe you should head back to camp first. Roger. Okay. Aus tiefstem Herzen. Warum werden jetzt meine Steam-Achievements denn angezeigt? Finde ich jetzt nicht schlecht, aber solange der Rest nicht angezeigt wird, ist ja super. Ja, richtig schöne Szene. Ein bisschen zu kitschig für meinen Geschmack. Aber das Lied tatsächlich auf, ja, nicht komplett Englisch, aber zum größten Teil Englisch, ist echt schön. Von Distant Worlds gibt's das. Die haben das dann nochmal irgendwie auf Englisch nachgesungen. Das, die Version finde ich richtig, richtig schön. Da versteht man ein bisschen mehr, glaube ich, und die Stimme ist auch nicht so hoch, dass es nicht so einen Kitschfaktor erreicht. Kann ich nur empfehlen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz so mit Yuna hier reden. Können wir aber gar nicht, okay. Ja, Keith Murray, der alte Spanner, hat uns voll belauscht und zugeguckt, wie wir rumgeknutscht haben hier. Wait, I'll go with you. Ach, ist das süß. Sir Orin? Waka? Lulu? Kimari? Riku? Everyone, we leave at dawn. And I'm sorry for putting you through all this. And I'm... Enough. You need your rest. Yes. Good night. Oh, okay. Ja, wir setzen die Reise fort. Ich gehe nochmal kurz zurück, da war eine Schatztruhe. Richtig schön hier so am Morgen mit dem ganzen Nebel und so. Ring der Sänftigung erhalten. Okay.
Ach, Kimari hat noch die Level von vorher. Jetzt erinnere ich mich. Der war ja bei... bei dem Prozess da die ganze Zeit... Also als wir zurück zu Seymour gerannt sind, Jan gar nicht dabei. Den wollten wir wiederholen. Warte mal, Reif oder... Oder war das ein Ring jetzt? Hier, Ring... Ach so, Ring der Sänftigung. Hä, das haben wir auch schon. Ja, noch einmal. Aber ein schlechter, was ist das denn? Nee, nee, wir bleiben schön dabei. Da möchte ich zumindest mit Kimari mal eben die Wege machen. Die... Ja, die paar Abilities hier lernen, die man kriegen kann. HP war das hier und da die Ability. Drohen. Okay, das ist zum Spotten. Auron ist schon so viel weiter, ey. Kimari hängt echt hinterher. Den Rest lasse ich erstmal. So, wen haben wir denn hier? Schon gehört, im Bevel ist etwas los gewesen. Ich weiß von gar nichts. Okay, jetzt sind wir hier nochmal an dem See, aber hier ist ja nichts. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Ort mit der Spheromasse ist. Aber macht eigentlich auch keinen Sinn, oder? Naja, keine Ahnung. Sieht aber auf jeden Fall ähnlich aus. So. Yavin Temple, Bevel zur stillen Ebene und Berg Gagazet. Okay, das ist die stille Ebene, ist also dazwischen. Da müssen wir durch, um zum Berg Gagazet zu kommen.